Rund 10 Tonnen Druck auf die geraspelten Äpfel übt diese Presse aus bei den 22. Frevershäuser Apfeltagen. Nach 2 Jahren Pause, bedingt durch Corona, wurden in Frevershausen wieder frische Äpfel zu köstlichem Most gepresst. Angeschafft wurde das Equipment zur Landesgartenschau in Bad Wildungen, um etwas Besonderes zu bieten. Bis Samstagmittag hatten die fleißigen Herren aus Frevershausen schon rund 2 Hektoliter, also 2000 Liter Saft gepresst. Die Kunden kamen aus Altenlotheim, Frankenau, Berndorf, Korbach, Waldeck, um hier in Frevershausen vor dem Feuerwehrhaus ihre Äpfel zu Most pressen zu lassen. Daraus wird dann zu Hause Apfelsaft, Gelee, vielleicht auch ein Apfelwein.